Also für den ganz normalen Basic Slime brauchen wir erstmal eine Schüssel und einen Löffel. Am besten nehmt ihr keine Plastikschüssel, weil die nimmt vielleicht den Geruch dann an von den Zutaten, die ihr reingibt. Also für den ganz normalen Basic Slime brauchen wir einmal Kleber. Und dazu könnt ihr auch einfach ganz normale aus dem Teddy nehmen oder halt einfach Bastelkleber. Also ihr braucht noch Rasierschaum, Kontaktlinsenlösung oder auch Waschmittel und Kaisernatron. Also ich schätze jetzt circa mal die Mengen ab und gebe dann hier einfach ein bisschen Kleber hinzu. So. Und jetzt tun wir nochmal so circa 2 Prisen Natron hinzu. Also ich habe mir jetzt einfach den Rasierschaum ausgesucht und dann geben wir hier davon einfach mal ein gutes Stück dazu, damit der Slime dann ganz am Ende ganz weich wird und schaumig. Ihr könnt da so viel reintun, wie ihr möchtet. Das Ganze rühren wir dann gut um. Also ich tue da jetzt einfach die Kontaktlinsenlösung dazu. Daraus wird dann am Ende der Slime. Da könnt ihr auch einfach gut dazugeben davon. Und das Ganze tut ihr jetzt wieder verrühren. Und so sieht dann euer fertiger Slime aus. Ihr könnt noch alles Mögliche dazu tun, zum Beispiel Lebensmittelfarbe, Styroporkügelchen und auch Schokoladenpuddingpulver. Das riecht dann auch wirklich gut nach Schokolade. Oder ihr nehmt auch einfach zum Beispiel wie ich hier Glitzer. Und das ist dann euer fertiger Slime, den bewahrt ihr dann am besten in einem geschlossenen Gefäß auf, damit er nicht austrocknet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei.